Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Show von Hoko Live. Ja, ich habe im Livestream angefangen mit dem Spiel und es kam gut an, aber leider habe ich nicht so viel Zeit, auch ja, mehrere Stunden zu streamen. Deshalb mache ich jetzt einfach ein paar Let's Shows und zeige euch die wichtigsten Sachen. Wir sind gestartet, sind mit einem Zug hier hingekommen, das zeige ich euch kurz. Und habe so einen Charakter gemacht, weil es nicht so schöne Frisuren gab. Habe ich einfach Raster gemacht und mich ein bisschen dunkler gemacht. Ja, sonst bin ich es genau wie ich. Ja, man kann leider noch nicht irgendwo hinreisen. Gut, also, das Spiel ist ein Animal Crossing Klon sozusagen. Also es hat sehr, sehr viele Sachen. Also man kann in eine Stadt dann reisen, wie in Let's Go to the City. Und es gibt eine Taverne, einen Laden und zum Beispiel noch ein Strandgebiet. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Mine. Und eine Farm. Und wir haben jetzt einfach hier mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe noch ein paar mehr Bäume gefällt. Und jetzt habe ich gesehen, dass am Rand eine neue Person ist, einen Angler. Schauen wir mal kurz vorbei. Jo. Und das Let's Show kommt eigentlich täglich. Und wenn mal nichts passiert, dann halt ein bisschen verschoben. Hauptsache, ihr seht das Wichtigste oder das Interessanteste. Oh, Hallöchen. Ich bin Darius. Ist es nicht herrlich, dass der Strand wieder ganz sauber ist? Ich habe das gemacht. Du warst das? Respekt. Da hast du die glänzende Arbeit geleistet. Ich muss gestehen, ich bin nicht mehr hierher gekommen, als es ein bisschen unansehnlich wurde. Ich angle viel, weißt du, und niemand angelt gerne inmitten von Müll. Da der Strand jetzt sauber ist, werde ich viel öfter hier sein, denke ich. Übst du den Wassersport Angeln aus? Ich liebe Angeln. Ist nicht mein Ding. Ah, na gut, ist nicht für jedermann, nehme ich an. Nun, falls du es jemals probieren willst, bin ich da. Okay, ich hab's abgebrochen. Oh, Hallöchen. Ist es nicht herrlich, dass der Strand wieder ganz sauber ist? Ich hab das gemacht. Ich will das nicht wieder hören. Hallo. Doofes Spiel. Den Style. Ich liebe Angeln. Oh, wunderbar. Wie geht's dir dabei? Kannst du hier viel fangen? Wenn du ganz nett fragst, kann ich dieser alte Kerl hier ein paar Tipps geben, wenn du willst. Ich habe keine Angelrute. Ah, ja. Und das macht es ein wenig schwierig, kann ich mir vorstellen. Ha. Ich habe keine extra Angelrute bei mir, aber am anscheinend sind sie einfach zu fertigen. Hier hast du diese Bauerleiter von einer Angelrute. Dankeschön, ich muss immer alles selber herstellen. Vielleicht kannst du eine bauen und benutzen, nicht wahr? Ja, bitte. Fantastisch, eine Angel. Bitteschön. Ich spiele übrigens mit einem Gamepad, mit einem Xbox One Controller. Und geht eigentlich ziemlich gut. Mit der Tastatur hat man so ein bisschen Probleme mit den... Ja. Es sieht ein bisschen doof aus. Die Steuerung ist nicht perfekt da. Komm, wir tragen einen Rock. So. Habe ich am Ende vom Livestream auch getragen. So, jetzt bin ich feminin. Das ist noch eine Pfotenmustertapete, die gibt es momentan im Shop. Ja, ich muss jetzt die Taste drücken. Nach oben Taste. Können wir hier noch ein bisschen farmen, genau. So, ja, wer das Spielprinzip jetzt noch nicht kennt, man farmt Dinge, baut Sachen. Redet vor allem mit den Personen. Hier in diesem Spiel ist es zwar ja ziemlich da, aber noch nicht jetzt so. Also sie reden immer wieder das Gleiche. Wahrscheinlich kann man denen auch etwas schenken oder sie schenken uns dann auch mal etwas. Aber ich glaube, so ein Beziehungssystem ist noch nicht drin. Ist leider noch ein bisschen zu früh. Also es ist auch noch nicht ganz so groß, aber es kommen, glaube ich, monatlich Updates. Ja. Dann werden wir mal schauen. Wir brauchen sicher Holz und einen Faden. Ja, wir haben jetzt gerade hier keine Bäume. Ja, hacken wir kurz mal ein bisschen Holz, damit wir die Angelrute auch machen können. So. Das sollte eigentlich dann reichen nach diesem Baum. Ob wir jetzt noch etwas bekommen, benötigen? Nö, keine Ahnung. Ja. So, direkt machen. Grasbüschel. Die habe ich erst kürzlich verkauft.
Wenn ich noch ein bisschen Geld farmen wollte. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt können wir keine Angelroute machen. Game over. Können wir kaufen? Das sind wirklich keine. Unkraut ist Unkraut. Das können wir gar nichts herstellen. Wenn wir keins haben. Da können wir auch nichts machen. Der gelbe Farbstoff können wir auch nicht sammeln. Jetzt gehen wir mal in den Shop rein. Blaue Blumensamen. Hier ist die Tapete noch. Ja. Glückwunsch, liebes Spiel. Ist ja super gemacht. Jetzt muss ich da nochmal warten. So ein Mist. 300. Okay. Was ist, wenn man kurz rausgeht? Nein, nicht Patchnotes. Aber heute singen wir auch nochmal ein Halloween-Event, irgendwie so das. Jetzt muss ich schauen, ob. Ja, es tut schon anzeigen, okay. Ich hoffe, dass es wenigstens ein bisschen vorwärts geht. Ah, wir können sonst schlafen, stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht so realisiert, dass man ja auch schlafen kann. Damit wieder etwas wächst. Also dann schauen wir kurz, ob irgendwas gewachsen ist. Wenn nicht, schlafen wir einfach mal ein paar Stunden. Ja. Also jetzt schlafen wir einfach mal, sagen wir mal 24 Stunden. Oder einfach immer wieder bis zum Morgen geht, glaube ich. Und dann, ja. Also das Spiel ist halt sehr interessant, weil es zeitbasierend ist. Aber jetzt auch nicht unbedingt, so real. Also glaube ich, im neuen Animal Crossing ist alles Realzeit. Ich weiß nicht, in anderen wahrscheinlich auch so. Jo, oh cool, Regen. Hallo. Alle anderen, also gut, hallo. Und jetzt lass mich in Ruhe. Die wollen nicht. Sind sofort eigentlich irgendwie auch ein bisschen Ding trau, also. Genervt über das Reden. So, wir haben hier alles Sachen, aber leider nicht. Die Grasbüschel. Laufen wir einfach nochmal. Nein, nicht. Ja, das ist ein Unkraut. Da haben wir noch. Bin ich gerade ein bisschen am Spurten. Was ist das? Ist der Frühling nicht super aufregend? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Vögel in diesem Jahr hier nisten werden. Ja. So, jetzt. Da auch nochmal. Die sind noch nicht reif. Nö. So. Dann haben wir wieder genügend Stein, können wir auch noch farmen. Diese Büsche lassen sich nicht ernten. Gut, schnell nach oben. Nochmals den Tag. Schlafen. Samstag. Und irgendwo ist auch das Datum da unten. 6. Frühling. Okay. Ja, erstes Jahr. 6. Frühling bis 30 oder 31 geht hier eine Jahreszeit. Ist wie ein Monat im Real Life. Und also 4 Monate geht ein Jahr. Ist das jetzt dein Ernst? Uff. Und die das kompliziert gemacht. Die könnten das auf 5 Minuten oder so verkürzen. Wir schlafen einfach die ganze Zeit. Den ganzen Tag über schlafen wir. Sonntag, das ist doch ein wunderbarer Tag zum Ernten von Gras. Liebe Kinder. Nicht das Gras, gell? Bitte, bitte. Ja, ist aber voll. Dieses Pech immer. Ei, 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 ei. Kann man hier was Anständiges machen?
Scheinbar noch nicht. Ich muss zuerst einen Rucksack kaufen. Alles verkaufen. Ah, die Quest ist fertig. Die sehen doch ganz gut aus, nicht wahr? Könntest du bei Sally vorbeischauen und sie bitten, uns ein paar Blumentöpfe zu bauen? Dein Ernst, ich will etwas verkaufen. Ich will etwas verkaufen. Mist. Wir werden aufgehalten. Ui. Ich habe übrigens eine YouTuberin kennengelernt. Habe ich den Namen gerade nicht im Kopf. Vielleicht können wir zusammen zocken irgendwie. Ja. Was kann ich heute für dich tun? Blumentöpfe bitte. Sehr, sehr anständig. Ah ja, die habe ich vergessen. Haha. Sei so nett und hol mir ein paar Holzblätter, da baue ich sie schnell zusammen. Ist das dein Ernst? Ich brauche ungefähr 12 Holzblätter, denke ich. Sorry, Dagobasa, danke. Der Ernst? Ich bin voll und voller geht's nicht mehr. Ja, dann mache ich einfach Holzblätter. Ist doch ganz leicht. Kann nur 4 herstellen. Oh nein, dein Rucksack ist voll. Drago hat immer Rucksacks, immer Probleme. Die brauche ich, also die mache ich mal. Kann ich da halt das wegwerfen? Also die setze ich mal draußen. Das geht ja wohl, hoffentlich. Mit einem vollen Rucksack. Nein, geht nicht. Da und da. So, nochmal ein Wurm. Dann können wir später angeln. Ich weiß, wie ich den Part nenne. Nicht angeln können! Jetzt tun wir noch einfach nochmal ein paar Sachen ernten. Anpflanzen. Ah, haben wir gar nichts mehr. Ich habe ja die braunen Blumen angepflanzt. Weißt du was? Ich habe doch irgendwo eine Kiste. Oder ich könnte eine Kiste irgendwo hinstellen. Nee, ich habe eine Kiste oben. Oder ein Schlafding. Okay. Einfach mal alle Blumen rein. Oh nein, die Blumen brauche ich. Das hier rein. Das. Kreide brauche ich momentan auch nicht. Muscheln. Die sind für später. Kohle brauche ich momentan auch nicht. Und der Lehm auch noch nicht. So. Geht doch viel einfacher. Ich wusste es einfach nicht direkt. Mir ist es nur eingefallen, dass ich doch irgendwo mal noch eine Kiste gesehen habe. Wusste aber nicht, was es ist. Ein Nachttisch. Ist ja super. Oh Gott. So, ja, dann tun wir noch mal ein bisschen. Bäume fällen. Dann müssen wir halt nochmal schlafen, aber gut. Jo. So. Ja, der Chibi-Style ist jetzt nicht gerade allem Erwachsenen sein, ja, gewolltes oder so. Aber ich finde ihn recht süß. Wie geht's mit den Holzbetten von Holz geholt? Ich finde die kleinen Antworten immer so süß. Gut gemacht. Okay, hab Geduld mit mir. Na bitte, hattest du ein paar Blumen zum Einsetzen? Bitte sehr. Oh, sind die nicht einfach hübsch? Bitte sehr. Sind die nicht einfach entzückend? Ich kann es kaum erwarten, die Stadt mit diesen Schönheiten neu aufblühen zu sehen. Hey! Hast du Moss und schon diese Blumentöpfe gegeben? Ich bin sicher, sie werden Ihnen sehr gefallen. Also dann gehen wir wieder zum Händler. Zum Moos. Ohne Moos nichts los beim Moos. So. Gehen wir mal rein. Moos. Moos, die Giraffe. Ah, Drago Basler. Wie geht's mit den Blumentöpfen? Alles erledigt. Sehr gut. Du kannst dich damit besser aus. Also ich könntest du ein paar hübsche Plätzchen im Stadtzentrum für sie finden? Kann ich machen. Wunderbar, danke, Drago Basler.
Ja, jetzt muss ich das auch noch mal. Man hat viel zu tun, scheinbar. Okay. Und wie tue ich jetzt die hinsetzen? Ich tue die jetzt auch mal hier hin, weil da kommen Häuser rein. Dein Ernst? Okay, ich kann mich durchglitschen. Ja, und weil wir sonst nicht so schön haben, machen wir einfach hier nochmal zwei hin. Vor dem Mülleimer, genau, damit man den Mülleimer nicht unbedingt anschauen müssen. Das ist nämlich im. Ich mache das jetzt einfach ein bisschen schräg. Ja, sieht doch exakt aus. Ja. Und du wirst abgehackt. So. Liebe Kinder, nicht ernst nehmen. Es ist nur gespielt. Fertig. Ausgezeichnet. Vielen Dank, Dragowasser. Da der Stadtzentrum jetzt immer ansehnlicher wird, okay, würde es mich nicht überraschen, wenn ein paar mehr Gäste hierher kommen. Wäre das nicht schön? Danke nochmals, Dragobasler. Jetzt müssen wir sicher Häuser bauen für die. Das ist bei Animal Crossing New Horizons auch so. Oh, Dragobasler. Oma braucht eine helfende Hand. Ich habe gesagt, du hilfst gerne. Du hilfst doch gerne, oder? Ja, ziemlich. Aber ich brauche jetzt nochmal Gras. Wir machen das mal in dem nächsten Part. So schauen wir eben nochmals wegen dem Handeln. Und dafür brauchen wir einfach nochmals ein bisschen Kraut vom Stiel, bitte. Ah ja, ich brauche wahrscheinlich wieder ein bisschen Holz. Ah, die sind jetzt auch fertig. Braune Blätter. Ist der Baum fertig? Also der Baum ist hier fertig. Das sollte eigentlich reichen, oder? Könnt ihr ja mal versuchen. Oh, wir suchen einfach noch mal einen Baum, aber wir haben keinen größeren Baum mehr. Kann das nicht ablegen. Ich will es einfach. Ah ja, jetzt. So, da hätten wir noch einen Baum. Das sieht aber zu schön aus, den lasse ich mal dort schön bleiben. Yeah, wir haben genug. Sehr schön. Also mit der Angel gehen wir jetzt mal angeln. Können wir auch hier angeln? Wahrscheinlich schon. Hey, der hat Arm gebissen. Was muss man jetzt genau machen? Vielleicht ist es so ein Zufallsprinzip. Heute muss man einen anderen Knopf drücken. Ah, okay, er tut ein bisschen antäuschen. Jetzt schnell, schnell, schnell. Kurbeln, ah, kurbeln. Was, rechts ziehen? Hey, ich habe nach rechts gezogen. Ich habe aber gezittert dabei. Okay, das Angeln ist recht schwer scheinbar. Kenne ich gar nicht. Ich habe es nie gesehen, wie man angelt. Aber es ist ein bisschen umfangreicher scheinbar. Ah, da oben hätte ich noch etwas drücken sollen. Oh Gott. Uah. Ah, ich darf nicht. Man muss auf so viel schauen. Man darf dann gar nicht mehr drücken, scheinbar. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Drago lernt halt langsam. Ich fange schon einen Fisch.
lieber Herr Angler. Schneller. Aha, okay. Diese Töne. Nein. Schneller, schneller. Nein, hör auf. Aus jetzt, blöder Fisch. Ah, ich habe ihn. Eine Praxe, neuer Rekord, 46 cm. Oh, und die werden auch angezeigt, wie tief und so. Oder wo sie auch erleben. Okay, bitte. Kommen die nicht. In Zelda kann man immer noch die. Der Angler. Da ein bisschen. Oder der Schwimmer. Noch ein bisschen bewegen. Hey. Gelbe Karte wegen Berührung. Rote Karte. Wegen wiederholtem Berühren. Manchmal erwische ich mich in der Main. Aber man lernt ja. Boah. Okay. Der Fisch ist sozusagen. Genau so muss man eigentlich sich bewegen. Das war unfair. Kann ich nichts mehr machen. Eine Scholle! Oh, neuer Rekord 85. Ja, nächster Meerfisch. Gut, und Insekten muss ich mir auch mit dem Kescher fangen. Da ist er. Oh, wie herrlich, dich heute zu sehen. Grünschnabel. Oh, hast du etwas Neues gefangen? Meine Güte, lass uns mal nachsehen. Belohnung. Da kann ich ein paar Prachtstücke sehen. Gut gemacht. Hier ein bisschen Geld für deine Leistung. Okay. Oh, wie herrlich, dich heute zu sehen. Erzähl mir von. Was hast du auf dem Herzen? Angeln. Ah, du willst ein paar Angeltipps, richtig? Also gut, mal sehen. Ist nicht so schwierig. Ich würde dich sagen, wenn du einmal die Leine ausgeworfen hast, habe Geduld, warte darauf, dass ein Fisch am Köder knabbert. Und stürze nichts, aber wenn der Fisch zubeißt, drücke, interagieren, um ihn an den Haken zu kriegen. Du hast nicht viel Zeit, bevor der Fisch das Interesse verliert und davon schwimmt. Also mach schnell. Sobald du ihn am Haken hast, musst du die Leine einholen. Halte dafür interagieren gedrückt, aber pass auf, bist du zu schnell, reißt die Leine. Sei vorsichtig, sobald du eine orange oder rote Farbe siehst, solltest du besser warten, bis sich der Fisch beruhigt, bevor du weitermachst. Manchmal schwimmt er nach rechts und links. Drücke dann in die andere Richtung, damit er nicht entwischt. Sobald du ihn angeholt hast, siehst du den Fisch aus dem Wasser. Hurra! Schon habe ich ihn gefangen! Ja, das haben wir gesehen. Sehen wir mehr von Köder. Stimmt, Köder, ja. Nun ja, verschiedene Fische mögen verschiedene Dinge zum Knabbern. Du kannst Köder machen und an der Angelrute in deinem Rucksack anbringen. Mit dem Köder am Ende deiner Leine bestimmst du, welche Art von Fisch darauf reagiert. Experimentiere mit verschiedenen Ködern, um zu sehen, welcher Fisch einfach zu fangen ist. Die richtige Kombination zu finden, ist Teil des Spaßes, würde ich sagen. Okay, dann machen wir noch kurz einen Wurm rein. Und zwar nicht hinsetzen. Ich habe doch. Ist meine Angel hin? Ah, die ist nach unten. Geht das jetzt? Er hat doch gesagt im Inventar. Das ist doch ein Köder. Okay, scheinbar nicht. Aber man kann Köder draus machen. Okay, dann angeln wir noch den Fisch hier. Ach komm. Nimm ihn jetzt.
Ja, ich werde jetzt bis zur nächsten Folge mal noch ein paar Fische fangen. Und dann können wir ja mal die Kältekescher holen. Hallo. Ich habe einfach mal links gedrückt beim, ja, Pad-Ding. Hallo? Das ist ein schwerer Fisch. Ach Gott, wie schnell. Bitte wieder ein Schatz oben. Ah, ich habe genau gesehen. Okay. Was ist das? Eine Brachse. 34 Zentimeter. Okay, haben leider schon. Gut. Ja, ich mache die Folgen jetzt nicht so lange. Ich hoffe einfach, dass die Leute natürlich. Ja, dass sie die auch lange schauen, wenn es ja lange ist. Oder jetzt auch ein bisschen länger schaut, wenn es nicht so lange ist. Aber jetzt gerade zu grinden, ja, muss ich ja nicht zeigen. Ihr seht's ja. Oh. Ihr seht ja, was es ist. Also ich muss einfach unten schauen, nicht oben. Ja, geht ziemlich gut jetzt, wenn es auch bleiben würde. Nochmal eine Brachse. Okay. Ja, wie der letzte Fisch ist, ja, hätte ich gerne gezeigt. Okay, ich mach's nochmal. Sollte jetzt eigentlich kommen, bitte. Also 25 Minuten sind meine Videos. Das ist eine gute Zeit. Ja, kann ja auch ein bisschen weniger oder mehr sein. Diese Tiere. Mann, ich bin da doch rechts gedrückt. Gott. Ich wollte einfach beides machen. Eine Scholle wieder. Mann, diese Schollen. Diese Eisschollen. Ich habe irgendwie Spaß dran. Es ist wirklich ein tolles System. Eben das Spiel, auch wenn es noch klein ist, es macht mega viel Spaß. Und ich würde es jedem empfehlen zu kaufen. Es ist nicht teuer. Was war es? 20 Euro, glaube ich. Oder nur 15. Auf jeden Fall lohnt sich's dicke. Weil es gibt viel Spieler-Content, also die Spieler können eigene Items machen. Das können wir dann gerne auch ausprobieren, wenn wir soweit sind. Und ja, wenn ihr Verbesserungswünsche habt oder Sachen, die ich machen soll, zeigen soll oder so. Oder mal livestreamen soll. Dann gerne ab in die Kommentare. Dankeschön fürs Schauen des ersten Parts. Und ja, die erste Folge, die habe ich natürlich wahrscheinlich schon hochgeladen. Und die könnt ihr schauen. Die ist in der Playlist, in den Kommentaren und in der, ja, der Kommentar, also der Videobeschreibung genau, auch nochmal verlinkt. Gut, dort ist der erste Part der Livestream. Einfach ein bisschen vorspulen, bis HokoLive geht. Und danach könnt ihr das auch schon schauen. Gut, tschüss zusammen, bis nächstes Mal.